Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist der vierte Teil meiner kleinen Serie Wie klingt Neuseeland? Ich mache eine Tour durchs Whanganui River Valley. Hinter mir seht ihr schon den Whanganui River. Und da es hier nicht allzu viele Wandertracks gibt, mache ich vor allem viele Stops. Und den einen Track, den man hier gut laufen kann, den laufe ich auch. Und da nehme ich euch mit und ich bin schon gespannt, was für Geräusche und Sounds der Natur wir alles finden werden. Die Gegend war früher landwirtschaftlich geprägt, was man auch immer noch gut erkennt. Heute ist ein großer Teil Nationalpark und nur die leicht zugänglichen Bereiche lassen die frühere Nutzung noch erkennen. Der Weg ins Tal führt noch über einen Hügel. Und bevor man am Fluss entlang fährt, bekommt man noch diesen wunderbaren Blick ins Tal. Und schon relativ zu Beginn begegne ich Schweinen, die ihren Vormittag in der Sonne genießen. Dieses Haus gehört zur historischen Mühle, die von der damaligen Nutzung des Tals zeugt. Und hier können wir mal runterschauen, ist das Mühlrad. Mitten im Nationalpark befindet sich die Bridge to Nowhere, gebaut, als das Land urbar gemacht wurde. Heute ist der Ort nur noch über den Wasserweg gut zu erreichen. Neben Fahrrad und Auto kann man auch mit dem ÖPNV zum Bootsableger kommen. Und zwar mit dem Postauto, das einen mitnimmt. Der Anlegepunkt liegt hier unten am Wasser. Es gibt im Grunde nur eine Straße, die durchs Whanganui River Valley führt. Und hier gibt es was Besonderes, denn auf der einen Seite haben wir ein Tal, das seht ihr nicht, weil da ganz viele Bäume davor wachsen. Auf der anderen Seite fließt hier ein Bach runter und das Wasser muss ja irgendwie hier durch diese Straße durchkommen. Und es gibt einen Tunnel, wo das Wasser durchfließt und der hat schon was für sich. Kriegen wir da auch einen Klang raus? Ah! Piep. Richtig schöner Hall. Und jetzt starten wir in den Wald. Und hier habe ich schon das erste Interessante gefunden. Und zwar, dieser Baum hat ein Loch. Kuckuck. Eine kleine Conga. Zwar führt hier dieser Track durch den Wald, aber links und rechts sieht man, so sieht ein Wald aus, wenn man nichts macht. Ab und zu ein paar hohe Bäume, ab und zu ein paar niedrige. Der Boden ist grün, viele Pflanzen. Die abgestorbenen Farnreste müssen wir auch mitnehmen. Thank you.
Und hier auf dem Track ist es ein bisschen wie in den Alpen. Man muss hier drüber klettern und läuft dann über eine Bergwiese, wo vielleicht ein Schaf ist oder eine Kuh, auch wenn ich jetzt hier gerade nichts sehe. Ich merke gerade, ich bin wieder sehr krass und schnell in die Steillage gegangen und ich merke einfach, wie krass anstrengend das ist. Jetzt geht es wieder ein Stückchen bergab, das ist ganz gut, und danach aber wieder hoch. Genau, diesmal vielleicht ein bisschen langsamer, ich muss mir ja keinen Stress machen. Das war das letzte Hauptvideo von meiner kleinen Serie Wie klingt Neuseeland? Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Außerdem würde mich interessieren, wie dir dieses Format gefallen hat. Hast du andere Ideen? Schreib es gerne in die Kommentare. Lass gerne ein Abo da, dann verpasst du auch keine zukünftigen Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.